liebe Freunde, und willkommen zurück zu Minecraft Trust and Betrayal. Heute wieder mit Verdemus. Hallo. Mit Nightshade. Mr. HP. Miep, miep. Und mir. So. Mr. Agapi. Agapi. Ich wollte Verdemus sagen, aber wieder mal. Hat er anmoderiert. Ne, ihr geht beide mit V los, da kommt man schon mal durcheinander. Wer hat denn hier ein Hakenkreuz an die Wand gehämmert? Bitte was? Was? Hier ist Glowstone an der Decke in Form eines Hakenkreuzes. Ernsthaft jetzt? Okay. Ja. Kaputt, kann natürlich auch jetzt wirklich von der Welt generiert sein, weil das ist nicht perfekt. Oh, das geht ja gar nicht. Ich brauche Stein. Ja, das geht auch wirklich nicht. Also. Da bin ich jetzt ein wenig schockiert, wenn ich ehrlich bin. Dito? Ich glaube, das Wiederwolf, wie ihr seht, der Wiederwolf kann es nicht fassen. Ne, sowas kann ich wirklich nicht fassen. Also ich hoffe auch, dass es wirklich ein Generationsfehler quasi ist. Ein Generationsfehler, ja. Das ist unsere Generation. Genau. Generationsfehler. Beziehungsweise ist ein Fehler einer anderen Generation eigentlich. Ja. Liebe Freunde, kennt ihr alle dieses Bedürfnis, irgendwem ganz, ganz doll weh zu tun? Ich hopp das öfter. Au! Bitte au! Warte mal, ey. Die 7 Folgen sind noch schon lange rum. Komm her! Scheiß Biene. Hände. Puff. One hit. One hit wonder. 8 Folgen sind's aber. Hm? 8. Ja, oder 8. Wird jetzt schon passen. Ich hab nicht mehr mitgezählt. Ich gehe einfach davon aus, dass das stimmt. Wird schon passen. Und ich baue mein Bauwerk. La 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 la. Das kann doch jetzt nicht stimmen hier. Was stimmt nicht? Ich brauche einen Axtkopf und ich brauche eine Händel. Eine Händel. So, das Händel. Wie heißt denn das Händel hier? Das ist ja scheinbar nicht. Thought Binding Pattern heißt ja nicht Händel. Was anderes habe ich. Wieso kommt bei mir auf einmal Werbung hier? O2-Werbung. Was ist das denn? Weil du eine Seite offen hast. Minecraft. Wahrscheinlich die Minecraft-Seite. Nee, nee. Ja, keine Ahnung. Auf einmal hier kommt hier, wir und U2. Wir und YouTube mit O2. Mann, ja, auch noch ich verklag dir, die machen Werbung in meinem YouTube-Kanal, uneingeladen. Ja, greifst jetzt mal ein paar Millionen ab und dann ist auch wieder hier. Richtig. Stell ich nicht so an. Ich hab euch jetzt vorgestellt in meinem Video. Danke. Weil der Großteil der Welt weiß ja gar nicht, wer Vodafone ist. Wer ist denn dieser Vodafone? Oh, ich hab keine Ahnung, aber da drängelt sich immer irgendwo rein. Ganz schlimm. Ich brauch Steine, damit ich im Bergbau arbeiten kann. Da gehst du bei mir ins Haus und gehst hinten durch. Die Scheiße, da sind dann die Redstone Furnace. Da bedienen sie sich. Dude, kann es sein, dass man so ein Händel nicht craftet, sondern es ist einfach nur irgendein Stiel ist aus Holz? Nein. Also die Axt normalerweise, wie ich das im Kopf habe, ist der Axtkopf, dann dieses Binding, dieses Kreuz und eine Rod. Entweder die normale Rod oder die Tougher Rod. Was ist denn eine Rod? Ich hab keine Ahnung. Die Dinger werden komplett aus diesen Schablonen gebaut. Gegossen, gemacht, getan. Nee, also dieses was du meinst, dieses Tool-Bindings, dieses X. Und dazu braucht man noch ein Händel, einen Griff. Genau, und das müsste so eine Rod sein. Tough Rod oder so weiter. Es ist auch eine Schablone. Ja. Die heißt Tough Rod. Gibt zwei. Oder... Es gibt eine Tough Rod und einmal, glaube ich, eine Thin Rod oder einfach Rod. Keine Ahnung. Eine Not So Tough Rod. Praktisch. Tough Richtig. Rod Pattern haben wir hier. Das sieht einfach aus wie ein Griff. Einfach eine Stange. Noch. Die ist eigentlich einfach nur eine Stange. Alter, kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen? Nix mit Rot. Rotz. Komm her, du scheiß Gas, du. Puff, one hit. Ja, dann muss es das sein, weil was anderes habe ich nicht. So. Mit was bist du inzwischen eigentlich bewaffnet, wer dem ist? Ja. Immer noch mit meinem, Immer noch der Degen? Degen. Ja. Oh, okay. Aber ich one-hitte damit eigentlich alles, weil ich noch, den Exosuit habe und der gibt halt nochmal, prozentual Stärke dazu. Ich hau, glaube ich, mit einem Schlag irgendwie 16, 17 Herzen weg oder so. So, okay. Ich bin jetzt bei deinem Haus und jetzt will ich mal fragen, wo ist denn hier bei dir der Stein?
Hinten durch. Du gehst geradeaus durch und auf der linken Seite. Ja. Siehst du dann jede Menge Öfen. Ja. Das sind diese moderneren Öfen. Da drin müsste der gebrannte Stein sein. Ja, Stein 1. Das ist aber nicht das, was ich brauche. Das ist nicht gebrannt. Das ist irgendwie ein normaler Stein. Doch, wenn das einfach nur Stone heißt, ist das richtig. Und davon Stein 1, nimmst ja. Ja, und davon nimmst du dir in einer Crafting Table oder einfach, wenn du E drückst in deinem Crafting Dingen und legst da 4x4 rein. Also 2x2, also ne, ganze Ding voll. Dann kriegst du die richtigen Steine, die du haben willst. Die Ziegel. Ah, okay. Und dann legst du da bitte wieder Cobblestone mit rein. Ja. In die Öfen, damit das direkt wieder gebrannt wird. Überall so ein 64er-Stack rein. In der Kiste daneben ist auch noch Cobblestone drin. Miklor. So, jetzt dürfte ich ja theoretisch. Ja, praktisch auch. Das Hanweispruch. Du hast, was du brauchst. Ich denke. Das können nur wenige Menschen von sich behaupten. Also, ich habe schon ziemlich die Schablonen. Richtig. Und damit kann ich jetzt wieder anderes Material reingießen. Genau. Oder? Bronze, Manulin, Ardit. Bronze ist gut? Nee, Alumid. So. Bronze ist halt das Billigste, was du nehmen kannst. Was war denn das, wo hier bei der Axt, damit du den ganzen Baum wegpflanzt? Ne, das hat damit nichts zu tun. Da kannst du auch Bronze nehmen. Allerdings, Bronze ist halt nicht so haltbar. Die Sachen gehen halt super schnell kaputt. Ja, das ist ja erstmal egal. Aber wenn es darum geht, kannst du Bronze nehmen. Musst auch nicht alles aus Bronze machen. Du kannst auch den Schaft zum Beispiel aus Papier oder Holz machen. Wenn du es aus Papier machst, dann kannst du sogar noch eine weitere Verzauberung, also eine weitere Verbesserung draufpacken. Es soll ja einfach nur der Baum umfallen. Ich glaube, ich auch noch falsch. Das ist mein Ziel. Ja, dann ist egal, aus welchem Material du das baust. Kann das jede Axt? Ne, da gibt's ja zwei Äxte, kannst du da ja bauen. Das steht dabei, wenn du mit der Maus drüber fährst, steht ja da irgendwas von 3x3 irgendwas. Wenn ich wo rüber fahre mit der Maus? In der Toolstation, wo du die Dinger bauen kannst. Kriegst du so ein Infofenster, was ist. Und da ist eine Axt bei und das ist und genau die Lumber-Axt ist die du brauchst. So. Immer hier das bisschen noch mit und dann ist das gut. Dann hoffe ich, dass ich hier wieder den Ausgang finde. Also nicht das Hatchet. Wie kann man hier was verändern? Die Hatchet ist die normale Axt quasi. Du kannst auch da auf der linken Seite kannst du doch auswählen, was du die einzelnen Muster auswählen. Dann ändert sich diese Zusammensetzung, die du da siehst. Ja. Ja. Da nimmst du die Lumber-Axe. Die habe ich ja leider nicht. Hast du denn auch schon... was hast du... Bei welchem Ding bist du denn da jetzt? Toolstation. Ist das die aus Metall? Oder ist das noch die aus Holz? Ne, du brauchst für die weiteren Sachen alles kriegst du erst. Jetzt, wo du die Muster hast, brauchst du das Ding aus Metall. Das, was ich bei mir auch stehen habe. Dann kriegst du alles angezeigt. Gut. So, bekommen die nur aus Holz angezeigt, wie das gebaut wird? Wo kann ich nachlesen, wie das aus zum Metall gebaut wird? Wie das zu Metall gebaut? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab das Ding aus Holz. Du sagtest gerade, nee, du brauchst es aus Metall. Ach so, die Toolstation, meinst du? Ja. Ich weiß auch nicht mehr aus dem Kopf. Der heißt, glaube ich, anders. Geh mal bei mir im Haus gucken, wie das Ding heißt. Ich bin nicht sicher, ob das auch wieder Toolstation heißt. Ich hab's leider nicht im Kopf, wie man das Ding genau baut. Warte, ich bin jetzt gleich auch wieder da. Dann gucke ich selber mal. Warte, ich sag dir jetzt gleich, wie das Ding heißt. Kann sein, dass das Advanced Tool Station oder so heißt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich hänge in der Wand. Bist du eventuell noch verwandelt in eine Figur? Nee, ich war irgendwo in einer Wand gefangen. Ich hab mich rausgekloppt und dann war alles wieder gut. So.
Das Ding. Da ist Namen Dingo. Genannt. Gemeinhin bekannt. Als. Moment. Erst muss ich mich hier ernähren, damit ich hier nicht verhungere. Wäre natürlich schlecht. Also, Herr Vitorwolf, im Fachjargon nennt man dieses Ding auch Toolforge. Toolforge. Okay. Toolforge. Oh Gott. Eisenblöcke und Seed Bricks. So, jetzt machen wir hier nochmal ein wenig Schissel-Manissel mache ich jetzt hier nochmal. Aber vorher schmeiße ich wieder die Erze hier rein. Wir werden die voll fett krass hier so, weißt du, brand und so. Also erstmal voll krass pulverisiert. So, Schissel-Manissel haben wir gesagt, ne? Yep. Ja. Schkomme. In der Bathöhle. In der Bathöhle. Yeah. Wird awesome. Das war richtig awesome. Ich komme. Reicht, wenn du erscheinst. Ich hab mich selber eingemauert, das war nicht so klug. So, das gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Aber ist geil mit den Fledermäusen da drin, ne? Auf jeden Fall. Was soll das denn? Das können wir doch so nicht machen. Geht doch so nicht. Mich hier raus. Hier raus. Ich hab die Decke schon fertig. Mann, ich bin aber schnell. Ich hab für dich auch wieder Steinische dabei. Das ist wunderbar. Aber ich glaube, ich brauche schon fast keine mehr. Wie bitte? Ja, ja, ich bin nämlich gleich fertig. Hättest du nie gedacht, wa? Ich bin schneller, hey. Bursche. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, jahreslanges Training im Stahlwerk. Und im Fliesenlegen. Ich bin Stahlbetonbauer und Fliesenleger. Perfekt. Perfekte Mischung. Jetzt sagst du auch mal, wenn du deinen Fliesenkleber anrührst, ne? Oh ja. Das sag ich. Eine Hatchet. Hatchet? Gesundheit. Eine Hatchet. Das heißt, ich nehme die Dinger jetzt hier und jetzt gucke ich mal, was da passiert. Jetzt, wenn wir das jetzt richtig awesome machen, ne? Hier ist noch ein Loch. Von wegen, du hast gut gearbeitet. Hier, da, guck mal. Geht gar nicht. Mach das Ding zu. Weißt du, was wir jetzt machen? Was hältst du davon, wo wir beim Thema waren? Moderne Badhöhle. Wie wär's, wenn wir die ganze Decke aus dem Zeug machen? Na, nee, das wird hässlich. Linienmäßig wäre das cool. Wenn wir alle zwei Blöcke, also den Eingang hier auf jeden Fall, so einmal rundherum. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Da helfe ich dir mal schneller, dann geht's schneller. Gut. Hast du genug? Ich hab noch genug, ja. Lass aber immer einen Stein stehen. Und zwar den da. Würde ich stehen lassen. Der Ecke, der. Ja, genau. Bei dem da auch, da lässt er. Ah, gucken wir mal. Machen wir da auch noch eine Ecke drin und da machen wir noch eine Ecke rein und dann sieht das schon geil aus. Sagst du? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich schon. Oh, sieht schnieker aus. So, und dann. Mann, wieso baut denn das? Was hältst du davon, wenn wir den Boden hier drunter, genau da drunter, auch so machen? Was? Genauso nochmal so ein Loch? Also quasi nee, so, so ein Kreis. Nee, wirklich richtig die ganze Fläche. Die ganze, drunter. Also ich hätte jetzt gesagt, wir machen Decke und Boden, aber. Boah, ist hell. Ja, ne? Aber das soll ja auch hell sein. Weißt du was?
Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das wäre dann einmal so. 5. 1. 1. 1. Das. Perfekt. Warte mal. Lass mich mal kurz was gucken, ob das klappt. Hallo, Zombie. Ja, funktioniert. Das funktioniert. Guck mal. Und dann machen wir hier immer so eine Linie. Verstehst? Mhm. Lena, so meinst du das? Ja, genau. Und das immer komplett die Linien durch. Vom einen Wandanfang bis zum anderen. Und das an der Decke nochmal dasselbe Spiel. Dann wird's hier hell. Und sieht geil aus. Ich muss echt mal bei euch vorbeigucken, was ihr da treibt. Moment, wie stellst du dir das jetzt vor? Ah! Na super. Na super. Ja, du legst jetzt die komplette Reihe hier aus mit Glowstone. Genauso die Reihe. Komplette Reihe, voll. Was hältst du? Sollen wir nicht einfach nur außenrum einmal komplett? Und dann, was ist mit der Decke? Meinst du, das ist hell genug, wenn du nur außenrum machst? Ja, sehen wir ja dann. Wenn das nicht reicht, machen wir noch woanders. Okay, dann machen wir. Dann mache ich hier erstmal wieder zu. So viel habe ich davon auch nicht mehr. Da brauchen wir noch mehr von. Muss ich noch mehr organisieren. Dann fahren wir halt nochmal was zusammen. Da brauchen wir halt massenhaft. Oh ja, das wird Dingens. Hell. Das wird ja jetzt schon hell hier. Hm? Ist ja jetzt schon Tag. Ich kann ja schon die Fackeln abmachen an der Wand. Auch keine Sau mehr, hier ist hell genug. Wir bräuchten eine Spitzhacke mit Silk-Touch, damit man die Dinger direkt im Ganzen abbauen kann. Ohne dass die kaputt gehen jedes Mal. Warte mal, ich guck mal, ob ich das hinkriege. Jo. Was mach ich denn jetzt? Ja, ich könnte ja mal den außenrum, den Rand mal wenigstens schon mal freilegen. Könnt auch mir eine mit Silk-Touch bauen, dann bauen wir einfach beim Nightshade im Turm die ganzen Dinger ab. Nein. Du weißt nicht, welcher Stein für die Verzauberung da ist, dass der Baum mit einem Schlag umfällt? Wie, welcher Stein? Ja, ich musste die Hatchet irgendwie pimpen, damit das funktioniert. Ich hab dir doch 500 Mal gesagt, es ist völlig egal, woraus es ist. Ja, aber es war die Lumber-Ex, nicht das Hatchet. Genau. Ich hab's Hatchet gebaut. Okay, Lumber-Ex. Übrigens, Handle ist tatsächlich einfach nur ein Griff, nichts anderes. Also, Holz. Du kannst nicht dieses Rough Touch Rock Dings. Rod, ja, ich habe immer die Rods gebaut. Ja, damit ging es nicht. So, ich werde jetzt mal nochmal den verfolgen. Bei mir geht's. Nein, das tust du nicht. Das hier unten ist nämlich blaues Gebiet und da darfst du nur rein, wenn wir das rauben. Hier, du wirst gar nicht wissen, dass ich da drin bin. Und Tool Rod Cast, das sind die beiden, die ich dafür verwende. Das ist aber dann in der Ecke verstoßen. Ich habe nur ein Rod. So. Was wollte ich jetzt machen? Eine Silk-Touch-Axe. Ich wollte mal gucken. Nee, keine Axt, sondern eine Spitzhacke. Ich will mal gucken, ja, ob ich doch zusammenkriege für Silk-Touch. Könnte ich nämlich jetzt auch mal gebrauchen. Weiß nur nicht, ob ich genug... Unten ist er doch. Was machst du da unten? Spinnenfäden hab. Ah nee, das ist der Vita-Wolf, der hier unten ist. Wow, was ist denn... Ah, ist das dein Haus hier, oder wie? Ja, wo bist du? Ja. Ah, da. Ja, das ist hier mein, das wird mein kleiner Zwergenschmiedetempel. Okay. Ich bin halt noch im Aufbau. Jetzt wollte ich mich erstmal ein bisschen mit diesem Tinkers Tool Geschisse da auseinandersetzen. Irgendwie habe ich jetzt im Kopf gehabt, dass man die Dinger mit Aluminium gebaut hat, aber es schien doch nicht das zu sein. Ach komm, womit mache ich denn jetzt nochmal die Formen? Das kann doch nicht sein. Baumwolle könnte man das auch machen, nee. Ach, guck mal hier, 64 Strings, das ist doch perfekt. Probieren wir das hier mal. Achso, Aluminium Brass brauche ich noch. Auch nicht. Oh, verdammt. Aluminium Brass. Was hatte ich eben noch? So ein Emerald braucht man dafür auch noch, ne? Müsste ich eigentlich. Scheiße, ich habe kein Emerald. Hat irgendjemand einen Emerald? Warte mal kurz, ich kann kurz schauen. Ich glaube, ich habe noch einen. Einen Moment, ich muss kurz meine Kisten durchgucken. Mach ich auch gerade, aber ich scheine wirklich keinen zu haben. Alright. Diamanten. Nein. Lapislazuli. Emerald. Weiß nicht mehr, was es ist. Edelstein. So ein grüner. Grün könnte ich haben. Nee, hab keinen mehr.
So, ich muss nur gucken, wenn ich ihn habe, wo ich ihn habe. Ich habe überall verstreut Kisten. Nee, hab leider keinen mehr. Quantum ohne Ende. Glowstone baut man wie ab? Glowstone mit einer Spitzhacke. Dann geht's nicht kaputt. Doch, da kriegst du Glowstone Dust. Und aus vier Glowstone Dust kannst du wieder einen Glowstone Block machen. Deswegen versuche ich ja gerade Silk Touch hinzukriegen. Denn mit Silk Touch kriegst du dann die fertigen Blöcke halt. Aber ich brauche halt einen Emerald. Und ich habe keinen. Also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass ich Emeralds habe. Ich weiß wo. Wenn ich welche habe, dann sind die in der Pyramide. Boah, ich habe einen Gronk-Skin gefunden. Der Weg dauert aber ein bisschen lang, glaube ich. Ich flieg mal los. Wer ist dieser Gronk? Nee, das ist nicht Gronk. Ah, ich bin ein Demel. Das ist ja gar nicht Gronk. Ist Gronk gefunden? Ja, da hat jemand einen Gronk als Hut. Also ich war der Meinung, das ist Gronk, aber es ist nicht. Du willst doch nur wieder Gronk in den Titel schreiben. Habe ich bis jetzt noch gar nicht. Obwohl ich schon einmal die Möglichkeit hatte. Und Titel. Doch nicht Gronk. Genau. Doch nicht Gronk. Folge 2 immer noch nicht Gronk. Folge 3 vielleicht Gronk. Folge 5 nee, doch nicht Gronk. Ich bin jetzt doch nicht ganz sicher Gronk. Und heute ohne Gronk. Ach ja, genau. Ich habe zwei Stacks voll gleich mit Glowstone Dust. Ja, da bin extra jetzt für uns beide in Nerven gerannt. Jetzt ohne Scheiß, da lohnt sich dafür noch gar nicht wiederzukommen. Da kriegst du so wenig raus. Also sammel ruhig noch mehr. Also wenn du 4 Stacks hast, dann lohnt es sich vielleicht langsam. Okay, dann müssen wir noch eine Folge aufnehmen. Ich hoffe, ihr habt alle noch Zeit. Was, Wesisch nisch. Doch, das muss. Oh, jetzt geht mir aber der Gast auf die Eier. Dann hau ihn um. Mach ich gerade und tot. Machst du einmal zwischen die fiesen Zähne und dann gibt er Ruhe. Hab ich hier nicht irgendwo Bredere? Ehespruch Bredere. Wo hab ich Bredere? Leder, Holz, hier habe ich Holz. Oh. Holz? Wofür brauche ich eigentlich dieses Quantum Dust? Das habe ich auch, keine Ahnung, was das bringt. Aus Q-Craft ist das, wofür das ist, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, was Q-Craft ist. Ja, das ist keine Ahnung. Und ich habe ein Creepers Herz. Creepers Heart, ja, ich glaube, das ist von dem Necromancer Mod. Das verkaufe ich auf eBay. Das ganze Herz? Ich schaffe es einfach nicht, von oben durch dieses Loch zu fallen. Ich weiß, dass ich grüne Steine hatte. Wo sind denn die alle hin? Jetzt habe ich hier doch keine mehr. Also ich hätte jetzt mittlerweile gleich 5 Stacks voll. Das ist doch schon was. Warum kriege ich... Bin ich jetzt ganz blöd? Das ist auch nur Quantum... Soll ich dir darauf antworten? Nee. Bitte das zu unterlassen. Warum kann ich denn hier jetzt keine... Warum kann ich aus dem... Glowstone Dust jetzt kein Glowstone mehr machen? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Nee. Vier Glowstone nehmen wir... vier Dinger. Nee. Wie viel waren es? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch 4 Stück. Ja, wir nehmen an der Wand, so. Aber funktioniert nicht mehr. Komm mal her, Gast. Wo die Toolstation ist kaputt, ich setze mal woanders hin. Hat der Vita-Wolf das sabotiert? Ja, geht nicht, keine Ahnung. Der Wolf hat's kaputt gemacht. Was habe ich jetzt schon wieder kaputt gemacht? Alles. Alles ist viel. Das geht. Glowstone Dust, ist doch richtig. Doch, aber es waren doch 4 Stück nebeneinander. Bin mir ziemlich sicher. Oder ist das... Könnte sein, dass das jetzt im Eimer ist, weil ich das geschisselt habe? Was hast du geschisselt?
Ich hatte die Glowstone-Dinger ja geschisselt, also umgeändert. Und hab die dann wieder abgebaut. Dann habe ich Glowstone-Dust bekommen. Und diesen Dust kann ich jetzt nicht mehr verarbeiten. Gut möglich. Keine Ahnung. Aha, interessant. Weil möglich wäre es natürlich, ne? Ja, pass auf. Weil... Nee, Moment, das ist es auch nicht, oder? Doch. Aha. Der normale Glowstone Dust hat nämlich die Bezeichnung Glowstone Dust 348. Und der hat jetzt Glowstone Dust 348 Doppelpunkt 4. Ja, das hätte ich auch so sagen können. Okay. Interessant. Das heißt, wenn man die Dinger wieder abbaut, ist für den Arsch. Super. Aber so als Info, ich habe eine riesen Glowstone Mine gefunden. Alles klar, das finde ich gut. Ich baue es jetzt ab. Oh, baue es ab. Tu es. Oh ja, das werde ich zwar die Folge nicht mehr vollständig schaffen, aber ich bin voller Tatendrang und Optimismus, dass wir noch eine Folge nehmen. Kann ich leider auch nicht versprechen. Wäre aber nicht so knorke. Ich werde mein Möglichstes tun. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Ja. Was machen wir morgen? Welt wird nicht untergehen heute Nacht. Hoffe ich. Die Weltherrschaft hat uns. Basalt ist ein paar Topase nehmen wir auch noch mit. Ja, keine Ahnung. Also Emerald habe ich keinen mehr. Warum auch immer. Und scheinbar kommt der auch nicht so oft vor. Ich habe hier alle meine Minengänge oder ja, einen Großteil häufig, davon abge... Häufig ist der wirklich nicht. Weil sonst hätte ich da wahrscheinlich massenhaft von. Der häufig wäre. So eine Kannst Minute deine haben Minions wir noch. Einfach nochmal graben lassen. Bitte? Kannst du deine Minions mal graben lassen? Ich hab noch gar keine Minions, damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Minions sind cool. Das ist richtig. Ich muss mir auch noch einen neuen Stuff machen. Ich hatte letztes Mal, meine Stufe war nicht hoch genug dafür. Aber ich könnte es ja nochmal versuchen hier. Commit to evil! So, choose your part. Oh, sag mal, Demenz, jetzt kommt hier Star Wars Musik. Oh, liebe Freunde, es war eine super aufregende Folge und was werden wir wohl als nächstes erleben? Wer weiß das schon? Ich nicht, aber macht's gut. Tschüss. Ciao.